sofort! Faith, ich hab Angst! Ich laufe für Sie, Dogen. Aber Noah darf nichts davon erfahren. Du schuldest mir eine Menge Geld, Faith. Ich erwarte, dass du dein Versprechen einhältst. Jeder neue Tag birgt eine Chance. Sie können sie vergeuden oder nutzen, um sich selbst und ihre Karriere voranzubringen. Arbeiter eines Unternehmens ihrer Wahl sind ihre Möglichkeiten grenzenlos. Nutzen sie ihr Potenzial. Der Schlüssel zum Erfolg sind harte Arbeit und unermüdlicher Einsatz. Als Mitarbeiter wird von Ihnen erwartet, dass Sie Ihre Talente einbringen. Letzter Tag, hä? Ich dachte, du bleibst für immer hier, Zecke. Arbeit wird belohnt. Oder hättest du gern noch mal 3 Monate? Faulheit bestraft. Es wäre so einfach. Persönliche Freiheit hat ihren Platz. Na los, gehen wir. Der Tag ist noch lang. Unsere Gesellschaft erwartet, dass jeder Mitarbeiter etwas zum Erfolg seines Unternehmens beiträgt. 12 Monate Haft, sowie weitere 9 Monate für verschiedene Fälle von Insubordination. Freilassung unter diversen Auflagen bewilligt. Also, wenn es nach mir ginge... Gesetze dienen ihrer Sicherheit. Achten Sie auf Regelbrecher in unserer Mitte. Sie müssen sich unverzüglich eine Anstellung suchen und werden ständig via Gridlink überwacht. Sollten Sie nach 14 Tagen noch ohne gültige Anstellung sein, werden Sie in einer Einrichtung in den Greylands überstellt. Verstehen Sie diese Auflagen? Lasst mich einfach hier raus. Harte Arbeit zahlt sich aus. Die Umkleide ist links, Zecke. Dogen lässt dich grüßen. Genieß deine Freiheit. Geläuterte Mitarbeiterin. Ich bin Gabriel Krüger und heiße Sie im Namen von Krüger Tech und des Konglomeratsvorstands. Sie lassen dich also tatsächlich raus. Ja. Jegliche Nichtbefolgung der Regeln führt dazu, dass Ihnen Ihr Status als geläuterter Mitarbeiter. Warten Sie, bis Sie dran sind, Mitarbeiterin. Hier rüber! Vergiss den Bus! Komm mit! Ich bin Icarus. Noah schickt mich. Das könnte jeder behaupten. Tja, du musst mir einfach vertrauen. Hier, nimm das. Ich will von der Straße runter. Ein Headlink? Aber... Leg es an. Es muss vernetzt und kalibriert werden. Noah brennt darauf, mit dir zu sprechen. Sollten Sie gemeinsam. Was zum Teufel? Komm schon, wir müssen weiter. Was stimmt damit nicht? Erledigen Sie Ihre täglichen Sorgen bei Nancy. Ihre Zufriedenheit ist langsam steigerbar. Fragen Sie Kieran Nello. Die richtige Kleidung für eine Förderung. Von Sie erledigen Sie Ihre täglichen Sorgen. Oh, das hätte ich fast vergessen. Dein Gridlink muss ab. Es verursacht die Interferenz. Das sehen die Mitarbeiter ständig? Ja, du bist wohl nicht geläutert genug, um es zu genießen. Ich bin gar nicht geläutert. Das war's. Du bist raus aus dem Griff. Dein Verschwinden wurde bemerkt. Wir müssen hier weg. Wird Kasek uns beide erwischen. Ich nehme einen anderen Weg. Wir treffen
mir das Speedlink gegeben. Man ist nicht mehr im Grid. Faith, bist du da? Nur? Du musst weiter. Wir müssen Casey von deiner Spur abbringen. Das ist leichter gesagt als getan, Noah. Sie sind offenbar wild entschlossen, Faith aufzuspüren. Darauf sind wir vorbereitet. Faith, du müsstest bald zu einem alten Lagerhaus kommen. Sobald du drin bist, sehen wir weiter. Vorgeht. Sie wollten dich in einen Greyland Food Dog schicken, also mussten wir handeln, Faith. Die Entfernung deines Gridlings macht dich zu einer Flüchtigen, aber wir haben einen Plan. Folge dem Runner Echo durch das Lagerhaus. Icarus wird sich auf der anderen Seite mit dir treffen. Bis dahin sollten sie die Verfolgung auch abgeblasen haben. Vorausgesetzt, du schaffst es durch das alte Gebäude. Ich bin ja mal sehr gespannt, ob die berühmte Faith wirklich so gut ist, wie alle behaupten. Hör auf zu nerven, Icarus. Natürlich schafft sie das. Oh, dein Beatling wird währenddessen kalibriert, Faith. Es wurde eine Großfahndung nach Phoenix Carpenter ausgerufen. Weiblich, jung, Gesichtstattoo. Sie sind doch ein bisschen hartnäckiger, als ich erwartet hatte. Phoenix Carpenter? Ja. Dogen hatte sie mit einem gefälschten Blueprint ausgestattet, als sie geschnappt wurde. Ich habe ihn als Rückversicherung in ihr Beatlink übertragen. Er könnte uns später noch nützlich sein. Mein Vito ist gerade eingetaucht. Ich schätze, Casey meint es ernst. Lauf einfach weiter. Seit du gestanden wurdest, Faith. Kruger's Hack greift jetzt selbst bei Bagatelle rigoros durch. Ja, es ist im Moment bestimmt alles andere als leicht, ein normaler Mitarbeiter zu sein. Ich habe einer schon Mitleid mit ihnen. Sie haben sich vor langer Zeit für dieses Leben entschieden, Icarus. Control, ich habe einfach nichts aus dem Weg gehen. Und jetzt wissen sie, dass du hier warst. Ich hatte keine Wahl. Klar, wir müssen hier weg. Nimm besser einen anderen Weg zum Everdyne Tower. Wir trennen uns wieder. Lenken sie ab. Schaffst du es bis rüber zu diesen Rohren? Klar doch. Gut. Dein Beatlink sollte inzwischen kalibriert und dein Runner Vision aktiv sein. Folg einfach dem Rot. Wir treffen uns dann beim Tower. Gehen wir.
lass sie einen anderen Weg zum Tower nehmen. Kasek hat die Kreuzung abgeriegelt. Okay, gut. Sobald ihr da seid, habe ich eine Kleinigkeit für euch. Faith, du bist auf dem Weg zu einem Bürogebäude, das sich gerade im Bau befindet. Das ist ein guter Ort, um sie abzuschütteln. Seilrutsche, die zum Orion-Gebäude führt. Ich bin jetzt beim Orion-Gebäude. Gut. Sieh zu, dass du auch dorthin kommst, Faith. Ich glaube, ich habe sie abgeschüttelt. Ja, hast du. Zumindest vorerst. Wie es scheint, bist du in den 2 Jahren im Knast sogar noch besser geworden. Sieh jetzt zu, dass du das Orion-Gebäude erreichst. Zumindest bist du vor Sonnenaufgang hier. Wer bist du eigentlich? Seit wann gehörst du zur Kabale? Seit etwa einem Jahr. Ich bin in ihr aufgewachsen. Also hör auf, mir blöd zu kommen. Du wurdest geschnappt und du hast nur eine Menge Sorgen bereitet. Du weißt nicht, was passiert ist. Ich weiß genug. Und ich weiß, ich bin schneller und vorsichtiger als du. Faith, bist du schon bei Orion? Bin ich. Gemeinsam mit dem Neuen und seinem riesigen Ego. Schluss damit, alle beide. Uns gehen die Optionen aus. Der einzige Weg führt durch den Everdyne Tower. Und da Kasek dort ist, müsst ihr kämpfen. Icarus, lad die Kampfmod auf Faith Speedlink. Okay, erledigt. Gut. Faith, nutzt die Mod, um deine Kampffähigkeiten aufzufrischen. Ich hatte gehofft, es wäre nicht nötig, aber wir haben wohl keine Wahl. Keine Sorge, Noah. Ich schaff das schon. Weiß ich doch. Verfolgen, wie du dich schlägst, Faith. Lass uns anfangen. Noch besser ist es natürlich, wenn du einen Gegner gegen einen anderen schleuderst. So erwischst du 2 auf einen Schlag. Deine Umgebung zu nutzen, wenn du angreifst.
weitaus schlechter. Wieso? Welchen Unterschied würde das machen? Lies dir einfach mal die Familiengeschichte der Connors durch, Icarus. Dann weißt du wieso. Standard 6-4 zu. Negativ, Control. Ich kann sie nirgendwo sehen. Aber das kann sie unmöglich überlebt haben. Wie sie das? Bewegt dich jetzt keine Lebenszeichen. Dann ist sie tot. Lassen Sie den Aufräumtrupp die Leiche ausgraben. Ich habe Besseres zu tun. Ja, sie hat sie alle ausgeschaltet. Schicken Sie am besten auch ein paar Sanitäter her. Ich bin hier fertig.